Dieses Wochenende pendelt ein Sonderzug zwischen Altenburg und Rinkenstadt und haucht der malerischen Museumsstrecke zwischen Köbler Wald und Rinkenstadt, auf der heutzutage ansonsten nur noch Güterzüge unterwegs sind, wieder Leben ein. Sie übernehmen nach einer längeren Mittagspause am sonnigen Nachmittag die Diesellokomotive der Baureihe 204, Loknummer 005-3, der Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Preßnitztalbahn MbH und ziehen Umbauwagen der Gattung 4YG auf einer dieser Sonderfahrten nach Altenburg. Das Szenario spielt am 21. August 2011 nach einer Idee von DB Agency. Und damit hallo und herzlich willkommen im Köblitzer Bergland. Ja, vor uns steht sie, 204005, und ja, unmittelbar dahinter steht auch schon ein Rheingoldwagen. Nun gut, wer sich das Ganze nochmal durchlesen möchte, kann das hier tun. Für uns geht's, ja, von Rinkenstadt bis nach Altenburg und das mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Ja, hier steht sie, abgerüstet, noch nicht betriebsbereit. Unsere schöne Lokomotive der Baureihe V100. Nebenan tummelt sich auch direkt 119er und ja, dahinter, wie gerade eben schon gesehen, im Intro-Teil des Szenarios einer der schönen Rheingoldwagen von der Deutschen Reichsbahn. Oder besser gesagt sogar zwei. Gut, für uns geht es aber auf die Lokomotive. Die möchten wir nämlich aufrüsten. Und mit Shift und B aktivieren wir an dieser Stelle die Batterie. Das ist bei der echten V100 unter der Klappe hier hinten versteckt. Und ja, für uns geht es weiter. Wir sollten als nächstes mal die Lokomotive ein bisschen vorwärmen. Jetzt muss ich selber gucken, wo wir das bei der V100 hier machen. Den Motor können wir nämlich noch nicht starten. Ich glaube, das Einschalten der Batterie reicht hier in dem Fall. So, mal ganz kurz nach drüben geguckt. An die Anzeigen, genau. Die Kühlwassertemperatur steigt schon. Und wenn wir so, ungefähr bei 60 Grad angelangt sind, dann können wir auch mal versuchen, den Motor zu starten. Wir müssten uns jetzt auch hier mit der Lokomotive automatisch im Streckengang befinden. Oder im Schnellgang, besser gesagt. Von daher müssen wir da wahrscheinlich auch gleich nichts mehr weiter verändern. Wir können mal ganz kurz gucken. Hier drüben sind noch die entsprechenden Tastenkürzel im F1-Menü angegeben. Genau, PZB aktivieren. SIFA, wenn man möchte. So, mal ganz kurz gucken. Ja, das Problem ist immer, wenn man die Anzeigen von der Seite anschaut, tritt dieser Parallaxenfehler auf. Also sprich, man sieht nicht ganz genau, welche aktuelle Einstellung wirklich gerade vorgewählt ist. So, wir möchten den Motor von der eigenen Lokomotive starten. Das tun wir auch. Zack. So, geht an. Dann geht's weiter. Wir möchten den Fahrtrichtungswende in die Stellung nach vorne bringen. So, wir sind aber noch nicht in der Vorwärtsstellung, wir sind jetzt hier in dieser Mittelstellung dazwischen. Dann geht's weiter. Instrumentenbeleuchtung einschalten, Beleuchtung im Führerstand, Bremse, ja, muss man hier nicht aufschließen, okay. Normalerweise hier Bremse aufschließen und diesen Knubbel nach oben ziehen, damit man quasi das Führerbremsventil entriegeln kann. Wir lösen an der Stelle vollständig. Lokbremse ziehen wir gleich an. Lokomotive wird sowieso nicht wegrollen, weil hier unten ist noch die Handbremse angelegt. Ohne die geht's nicht. Dann mit Shift 8 PZB einschalten. So, mit Steuerung 8 PZB-Modi noch mal ganz kurz durchschalten. M funktioniert auch. U auch. Okay, gut. Dann wechseln wir wieder in die obere Zugart. So. Dann können wir eigentlich auch schon mal die Handbremse lösen, nachdem wir unser Fahrzeug gesichert haben. So. Einmal nach unten, auf den Boden der Tatsachen, und dann können wir hier die Handbremse lösen. Zack. So, dann fehlen uns noch die Spitzenlichter. Die können wir aktivieren mit der Taste H. Da können wir auch umschalten zwischen hinten und vorne rot. Beziehungsweise, ich glaube, der Rangiermodus, der ist hier gar nicht einstellbar scheinbar. Okay, gut,
Dann geht's weiter. Was steht denn noch in der Agenda? Wir sollen zum Rangierhalt vorziehen. 400 Meter können wir auch direkt machen. Dann Bremse lösen. Die Bremse lösen. Fahrtrichtungsänder nach vorne. PZB haben wir an. Zugschlussleuchten leuchten. Ja, dann können wir los. VMAX 100 heute. Und ab die Post. So, Fenster mal noch entriegeln, bitte. So, am RA11. A leuchtet's auch. Unser RA12. Dann hier unten 40. Ist wahrscheinlich vermint. Ist aber kein Problem. Wir haben hier freie Fahrt erstmal. So, wir starten im Bahnhof von Rinkenstadt. Und dann führt uns die Reise bis nach Altenburg. Hier drüben stehen auch schon unsere schönen Wagen. Ich finde das richtig cool mit den Mitteleinstiegen hier. Dass sie nochmal so, ja, wie so eine Einsickung, Einkerbung haben. Dass die quasi nicht einfach, ja, außen dranhängen an der Fahrzeugseite. So, die zwei da unten, die quittieren wir natürlich. Und der Rangierhalt kommt dann in 150 Metern. So. 50 Meter noch. Genau, und der Rangierhalt, das passt schon so. Da können wir direkt stehen bleiben. So, Führerstand brauchen wir jetzt eigentlich nicht wechseln. Wir fahren nur ganz kurz zurück. Oder besser gesagt, das Führerpult. Führerstand bleibt ja derselbe. Oder Führerraum, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. So, das Getriebe geht dann in Rückwärtsstellung. Wechseln Sie nun die Fahrtrichtung und rangieren vorsichtig zu den vierachsigen Umbauwagen am Bahnsteig 1, welche anschließend angekuppelt werden sollen. Alles klar. Einmal aufs X. Hier ist alles gelöst. Und ab die Post. So, Leistung aufschalten. Und weiter geht's. Hier unten sehe ich jetzt auch gerade. Aber das ist hier, glaube ich, gar nicht richtig angeschrieben. So schnell möchte ich nicht werden. Die Rangiergeschwindigkeit ist ein bisschen niedriger. So, da kommt auch der 500er. Ja, und die Spitzenlichter, naja. Normalerweise, wie gesagt, dreimal weiß beim Rangieren. So, und dann schön langsam an den Wagenpark ran. Oh, die sehen richtig schön aus, ne? Die Umbauwagen. 120 dürfen die fahren. Naja, aber unsere VW100, die ist maximal für 100 zugelassen. Sonst machen sich da eventuell die Radsätze selbstständig. Und das wollen wir natürlich auch nicht. So, mal kurz Leistung aufgeschalten. Schön langsam ran. Wir wollen die Wagen nicht kaputt machen und auch nicht die Pufferbohle von der 204 von unserer VW100 verbiegen oder ähnliches. So, ankoppeln, auch wenn wir jetzt hier noch auf Lücke stehen und den Wagenpark noch nicht aufgedrückt haben, aber na gut. Gut gemacht. Ziehen Sie nun die Zugbremse an und öffnen die Türen. Stellen Sie anschließend den Richtungswender in Nullstellung und wechseln in den Streckengang mit Shift und E. Okay, schön, hier kommt direkt nochmal die Ansage. Danach kann der Richtungswender auch vorwärts gestellt werden. Aktivieren Sie außerdem noch die Zugschlussleuchten über die Taste H und schalten anschließend das Spitzenlicht der Lokomotive entsprechend der Fahrt ein. Planmäßige Abfahrt ist um 14.30 Uhr. Supi. Dann rein in den Führerstand. Wie gewünscht, Zugbremse anziehen. Lokbremse verbleibt in Lösestellung. Dann Fahrtrichtungswender bitte in die Mittelstellung. So, mit Shift E war gesagt, sollen wir den Gang umstellen. Hat auch funktioniert. Aber wieso? Langsamgang wollte ich eigentlich nicht haben. Wir wollen den
Schnellgang, den Gear Fast. Das kann so bleiben. So, Zugbremse. Ja, können wir eigentlich auslösen. Lokbremse anlegen, das reicht bei zwei Wagen. Oder nee, drei sind's, Korrektur. Bei drei Wagen hinten dran reicht auch die Lokbremse. So, Fahrtrichtungswende geht bitte wieder in Vorwärtsstellung. Auch wenn er mit der Maus nicht nach vorne gedrückt werden möchte, machen wir es eben über die Taste W auf der Tastatur. Dann 14.30 Uhr erreichen wir in rund 3 Minuten. Da können wir uns nochmal ganz kurz ein Päuschen genehmigen. Fenster verriegeln. Ja, dann normalerweise hier unten durch die Tür wieder verschwinden. So, da sehen wir auch nochmal von außen, die Zugschlussleuchten sind noch aktiv. Und zwar an der Spitze des Zuges. Wir wollen aber unsere drei weißen Spitzenlichter. Und hinten am Zug, da stecken wir jetzt auch gleich noch ganz kurz unsere Zugschlusstafeln rein. Deswegen, das sollten wir jetzt noch schnell erledigen. Ganz kurz nach hinten getappelt. Ach so, genau. Und die Passagiere wollen ja auch zusteigen, ne? Mit T die Türen öffnen. Und dann hier hinten einmal die Zugschlusstafeln stecken. So. Ach nein, brauchen wir gar nicht. Wir haben zwei rote Rücklichter. Gut, das ist auch schön gemacht. Da kann man sich das sparen. Wieso? Okay, wenn man rangeht, gehen die aus. Das ist auch eine Eigenheit vom Simulator. Ja, hier nebendran wahrscheinlich die Zugsammaschine. Oder beziehungsweise, ja, einfach die elektrische Leitung, mit der eben der Zug mit Strom versorgt werden kann. Das muss ich mal selber ganz kurz gucken. Hier unten hätten wir eigentlich nochmal die, ich sag jetzt mal, Steckdose. Ich glaube, die Zugsammelschiene ist hier gar nicht so ohne weiteres kompatibel. Na gut. Spielt jetzt für die heutige Simulatorfahrt keine Rolle. Die Zugsammelschienen sind im Simulator allesamt kompatibel, weil entweder leuchten hinten in den Wagen die Lichtchen oder ja, eben nicht. Eine Klimaanlage wird in den Wagen definitiv nicht eingebaut sein. Von daher vermissen die Fahrgäste da auch nichts. Wir fahren als historischer Sonderzug und ja, da geht es eben auch mal rustikal zu mit so schönen alten Bänkchen, wo dann hier oben noch so diese Metallgestänge drauf montiert sind, wo man sich A, einerseits festhalten kann oder B, natürlich deftig den Kopf stößen kann. Von daher, ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber hier nochmal ganz kurz in der Innenansicht, da kann man es etwas genauer sehen. Also sehr cool eigentlich mit dieser Farbgebung hier innen drinnen. Das gefällt mir gut. Auf geht's nach Rochuchstal, holen Sie aber zuerst die Abfahrtserlaubnis mittels der Tab-Taste ein und dann wünscht DB Agency eine gute Fahrt. An der Stelle auch nochmal lieben Dank für das wunderschöne Szenario. Die sind ja in der Vergangenheit schon sehr, sehr schön gewesen und ich gehe davon auch aus, dass dieses ja gleichermaßen auch so wird. Genehmigung zum Überfahren des halbzeichnenden Signals erteilt. Alles klar, dann würde ich mal sagen, Fahrtrichtungswende ist vorne. Zugschluss und Spitzenlichter leuchten. Wieso sind hier hinten noch die zwei weißen an? Wir gucken gleich während der Fahrt. So, lösen. Türen sind geschlossen. Leistungsstufe 1 rein. Die Lokomotive soll füllen. Und dann, na gut, die hier legt direkt los. Geht auch. So, Ausfahrt. Und nochmal ganz kurz pfeifen. So, dann 20, haben wir LF6 angeschrieben, Wachsamkeitstaste drücken, um das Ganze zu quittieren. So, und ich gehe mal davon aus, dass dort vorne noch irgendwo ein Bahnübergang kommen wird, oder Überweg, weshalb wir eben so wild rumpfeifen müssen. So, auf jeden Fall kommt da ein 500er. Da wir in der oberen Zugart unterwegs sind, ist der für uns erstmal relativ unrelevant. So, wir sollen aber sowieso unsere 20 fahren. Und da wir auch gerade aus der restriktiven kommen, aus dem Startprogramm der PZB, ist die Überwachungsgeschwindigkeit direkt auf 25 km pro Stunde gesetzt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Leistung weg.
ja, nicht, dass ich es gerade erwähne und dann genau dasselbe, was ich ja, gesagt habe, mehr oder weniger umgehe oder übergehe. Ja, das Schwierige bei der VN100 hier in der Simulation ist eben, dass die ja, mit der Leistung so ein bisschen nachzieht. Das Fahrzeug ist wirklich sehr gut umgesetzt, muss man einfach sagen, aber es ist eben was anderes, ob man auf einer richtigen VN100 sitzt oder ob man jetzt hier im Simulator Tasten drückt und dann zwar schon ja, irgendwo hören kann, okay, die Lokomotive macht gerade das und das, aber in echt mit dem, ich nenne es gerne Popometer, ist es eben doch was anderes und man kann das Ganze dann viel besser einschätzen. Gerade auch dann, wenn man eben ja, öfters auf den Fahrzeugen unterwegs ist. Weil sowieso, jede Lokomotive hat ihre Eigenheiten. Jede Lokomotive hat ihre ja, eigenen Macken manchmal. Und bei den VN100 dann ist es eben auch so, ja, bei der einen hast du vielleicht mal ein runtergewirtschaftetes Getriebe oder ja, was weiß ich, Bremsklötze, die schon ziemlich runtergefahren sind, wo du weißt, okay, bei der Lokbremse muss ich ein bisschen stärker anlegen als Rangierfahrt etc. Aber ja, das lernt man alles über die Tage. Oder besser gesagt über die verschiedenen Schichten auf den unterschiedlichen Loks. So, da vorne haben wir anzuhalten. Das machen wir auch. So, entgegen kommt uns eine ER20, wenn ich es richtig sehe, von der EVB, den Elbe-Weser Verkehrsbetrieben. Huch. So, das könnte auch die OHE sein. Ja, ist es auch. Die Osthannoverische Eisenbahngesellschaft. Oh, die sieht richtig schön aus, die ER20. Ganz kurz, runter zur Lokomotive. Oh, die schaut schön aus. Hinten dran, ja, Wagen für den Holzverkehr. Und dann sehen wir auch gleich, wie sich unser Flügelsignal hier drüben, unser Formsignal, in Fahrtstellung begeben wird. Wie schön das quietscht. Richtig genial. Und siehe da. Sehr schön. Auch unser Rangiersignal kommt noch mit. Tolle Sache. Ja, und solange der 500 Hertz Leuchtmelder aktiv ist, so lange müssen wir auch warten und dürfen nicht schneller als 25 km pro Stunde werden. Für uns geht es jetzt aber hier mit ja, wahrscheinlich Streckengeschwindigkeit weiter. Erstmal 20. So, und jetzt sollte der 500er eigentlich ausgehen. Tut er auch. Dankeschön. Wie schnell dürfen wir fahren? Naja, 40. So. Ja, kommt eben drauf an, was im Fahrplan drin steht. So, bisschen Leistung. Und dann klappt das schon. Ja, was eben bei der VN100 wirklich ein Nachteil ist und was ich auch bei der echten Lokomotive, ja, ich sag mal, nicht so wirklich leiden kann. Es ist jetzt nicht so, dass es total schlimm ist, aber ich kann halt nicht leiden, dass dieser riesengroße Vorbau an einigen Stellen wirklich die Sicht nimmt. Gerade wenn eben, ja, außergewöhnlicherweise links vom Gleis irgendwo Signal oder Signaltafeln stehen. Das mag für einen ortskundigen Lokführer in einem Rangierbahnhof oder ja, allgemeinen Bahnhof nicht das große Problem sein. Der weiß dann halt, ja, anstelle XY steht das und das Signal. Wenn es denn links vom Gleis steht und außerhalb der Sicht. Aber gerade wenn sich dann auch Personen oder ja, Tiere etc. in diesen ja, verdeckten Bereich aufhalten, dann ist das nicht sonderlich ja, von Vorteil, was die Sicherheit angeht.
bisschen Leistung. Das ist halt auch noch eine Sache, die finde ich wirklich nicht so schön im Simulator. Der Sound hätte ein bisschen besser rauskommen können bei der Lokomotive. Gerade im Innenraum ist doch die V100 relativ laut. Egal jetzt, welche Version von den Loks. Oh, hier wirklich unglaublich schön. Und gerade noch in dem Blau der Pressnitztalbahn. So eine schöne Lok, echt. Und dann der Wagenpark hinten dran. Einfach genial. Und da können wir es uns auch mal leisten, etwas langsamer zu fahren, als das es der Fahrplan erlaubt. So, Licht haben wir an. Draußen, wieder drin. Das ist alles kein Problem. Und, das wollten wir vorhin eigentlich schon machen, uns um die Lämpchen kümmern. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Welche Fahrtrichtung haben wir denn? Erstmal kommen wir aus dem Tunnel herausgezischt. So, vorne drei weiße. Hinten leuchten gerade zwei weiße. Steht hier drin irgendwo eine Zahl angeschrieben? Nee. Muss man also wissen oder austesten. So, das war das Spitzenlicht. Das wollen wir nicht. Dann ist das wahrscheinlich auch das... Nee, das ist die 1. Dann ist es das hier. Gut. Da war die eine Schalterstellung zu weit. Ich sehe jetzt gerade... Ja, der war's. Genau, und dann läuft das hier auch, wie es laufen soll. So, kam ein bisschen verzögert, weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht nach vorne geguckt. Sollte man als Lokführer stets tun. Und der genießt hier auch wirklich den Ausblick. Und ja, bei so einem schönen Zug kann man das auch tun. Das ist auch witzig gemacht, wenn man hier an den Leistungsrädern dreht, dann bewegen die sich auf beiden Seiten. Und nein, auf der echten V100 ist das nicht so. Die sind nicht durch irgendeine Mechanik verbunden. Der Führerstand oder das Führerpult auf der Lokomotive wird dadurch aktiviert, dass eben der Knochen, der, na, wie heißt der richtig, der Fahrtrichtungswender, dass der eingesteckt wird und in die jeweilige Vorwärts- bzw. Rückwärtsposition verlegt wird. Beziehungsweise halt, ja, Mittelstellung gibt es auch noch. Und das Coole bei der echten V100 ist auch, wenn du da halt den, zwischen Vorwärts und Rückwärts auswählst am Getriebe, dann hörst du das auch wirklich schalten, wirklich durchklicken und ist auch entsprechend laut. Und da machst du es halt auch nicht so, wie jetzt hier in der Simulation, dass du einfach, den Fahrtrichtungswender nach vorne drückst, ohne irgendwie das Ganze langsam zu machen, sondern da gehst du wirklich in die entsprechenden Stellungen oder gerade auch wenn du rückwärts fahren möchtest, gehst du zuerst mit dem Fahrtrichtungswender in die Rückwärtsstellung, dann in die Neutralstellung und ratterst da eben nicht so durch. So, hier halten wir noch nicht an. Das ist noch nicht Rochuchstal. Auch ein cooler Name. Und hier drüben, der Jahrmarkt, der Rummel, wie man es betiteln möchte. Oh, das ist cool. Also dieses Teil mit dem freien Fall hier, das würde ich auch echt gerne erfahren, in echt. Ich bin sowas schon mal gefahren, aber das ist unglaublich lange her. Können Sie auch noch ganz kurz das Fenster entriegeln. Das geht auf der echten V100 meistens relativ schwer. Da muss man wirklich ordentlich dran zerren. Gerade auch die Verriegelung. Das ist nichts für schwache Ärmchen. Super was? O-A-O-E. Was? O-A-P. Nee, O-A-O-P. Wahrscheinlich Loop oder sowas soll da eigentlich stehen. Das könnte ich mir vorstellen, aber keine Ahnung, was ich mit der Bezeichnung soll. O-A-O-P. Das ist der O-A-O-P. Geil.
So. Da unten die Kühe auf der Weide. Sehr spannend. Nein. Wesentlich interessanter ist dann wirklich unser Fahrzeug. Vorne dran haben sich schon die Lüfterklappen geöffnet. In dem Fall haben wir jetzt hier die flache Bauweise. Es gibt auch Fallen Hunderte, ich weiß auch nicht, ob das Original ist, mit den hochgesetzten Lüftern. Die haben dann da vorne drauf wie so eine Art, ja, Kuchenförmchen, was da drumherum geht. Und obendrauf dann eben diese Lüfterlamellen, die kreisförmig, ringförmig angeordnet sind und sich dann je nach, ja, Leistungsstufe der Lok oder Lüfterdrehzahl eben öffnen. Und das ist auch so bei der echten V100. Erst öffnet sich, ich glaube, der vordere Lüfter. Ja, und dann der hintere Lüfter. Also die springen eigentlich nicht synchron an. Das ist eben abhängig von der, ja, ich glaube, Kühlwassertemperatur. Oder Motorraumtemperatur. Kommt auch wieder darauf an, wie das jeweilige Eisenbahnverkehrsunternehmen an der Stelle geschalten hat. Aber in jedem Falle wird auch die Kühle oder Kühlwassertemperatur überprüft. Sollte eigentlich als, ja, Sicherheitskriterium mit eingebaut sein. Und das machen die auch automatisch. Das muss der Triebfahrzeugführer an der Stelle nicht extra tun. Oder nicht selbstständig tun. Aber er sollte so ein Auge mal drauf haben, wo die Temperaturen auch so stehen. Ne, gucken wir auch direkt mal nach. Irgendwo sind jetzt auch unsere Anzeigen. Ja, hier sind sie. Getriebeöltemperatur so, ja, 70, 80 Grad, das passt. Kühlwasser, ja, knapp unter 90, auch alles okay. Und dann die Anzeigen für Spannung und Strom direkt daneben. So, wir werden etwas zu schnell hier. Das gefällt mir nicht. Ja, auf der V100 auch einlösige Bremse in echt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja gut, wird sicherlich auch welche geben mit mehrlösiger Bremse. Hier in der Simulation müsste sie mehrlösig sein. Also auf dem Fahrzeug hier. Ja, sollte... wir können es gleich mal austesten. Am besten, wenn wir raus sind aus dem Tunnel, wo ich dann auch wirklich sehen kann, ob da Luft aus der Hauptluftleitung entweicht bzw. Eingelassen wird. Wenn wir jetzt nämlich eine einlösige Bremse hätten, warten wir noch ganz kurz, bis wir etwas über 60 sind, dass es sich auch lohnt abzubremsen. Das Horn ist sehr schön gemacht. Sehr realitätsnah. So, jetzt lohnt sich's. So, ordentlich anbremsen hier mal. So. Und bei einer einlösigen Bremse wäre jetzt das Phänomen, auch wenn wir hier eine Rastungsstellung, eine Knacke nach vorne gehen, dass dann in dem Moment die Bremse vollständig gelöst werden müsste. Und siehe da, das ist nicht der Fall. Erst wenn wir auslösen und in die Lösestellung gehen, dann senkt sich der Druck. Genau. Ja, im Hauptluftbehälter haben wir ungefähr 10 Bar. Die brauchen wir auch. In der Hauptluftleitung hinten drin sollten jetzt gleich wieder die 5 Bar sein. Und wenn sich dann eben der Hauptluftleitungsdruck absenkt, dann sehen wir ja automatisch, okay, die Bremsen werden über die Steuerventile in den Wagen dann angesteuert. Und der Bremszylinderdruck in den Wagen hinten, der erhöht sich dann. Und hier vorne hätten wir jetzt nochmal die Bremszylinder von der Lokomotive. Und da haben wir es ja gerade gesehen. Wir haben ein paar Rastungsstellungen oder eine Rastungsstellung ausgelöst. Wäre es jetzt eine einlösige Bremse, dann würde die Bremse vollständig auslösen. Auch wenn das Führerbremsventil noch nicht ganz vorne ist, in der, ja, ich nenne es jetzt mal Füllstellung, Lösestellung, Korrektur. So, und
Hier vorne kommt dann gleich der Haltepunkt Rochhochstal. Hin und wieder auch einfach als Bahnhof bezeichnet. Ich lege da hier in den Videos nicht so viel Wert drauf. Ja, wobei es, man sollte es nochmal erwähnen, ein Haltepunkt ist eben, ja, ich sag mal, die kleine Edition von einem Bahnhof. Und in dem Bahnhof können eben Züge enden, beginnen, ihre Fahrtrichtung wechseln, hast mindestens eine Weiche. Ja, all diese Kriterien eben. So, Haltepunkttafel. So, hier sollte das BÜ-Überwachungssignal eigentlich gleich anspringen. Tut's auch. So, wir sehen schon die Bremsleistung unseres Zuges, die ist nicht so wunderbar. So, Bremse löst hier noch ein bisschen gerade wieder aus. Das passt so. Dann die Türen öffnen, alle Fahrgäste einsteigen lassen. Aussteigen möchte hier hoffentlich noch keiner aus dem schönen Sonderzug. Und wer aussteigt, der steigt direkt in den nächsten Zug. Der muss nämlich hier drüben auf den Spielplatz und darf mit dieser kleinen Mini-Eisenbahn fahren, die für die Kinder abgestellt ist. Oh, hier, guck mal, Kampfjet sogar. Na, der andere fliegt hier hinten lang. Die sind bestimmt hier gerade in der Airbase gestartet, die wir hier auch noch mit haben. Ja, da haben wir ja schon mal... Was haben wir da eigentlich hingefahren? Oh, schön, guck mal, die fliegen hier in Manöver. Oh, das sind auch richtige G-Kräfte, die da auf einen wirken. Das muss unglaublich sein. Also, Kampfjet bin ich bis jetzt noch nicht geflogen. Würde ich aber sehr gerne mal. Einfach mal eine Runde mitfliegen in einem Düsenjet. So. Wir lösen aus. Ja, der Prüfblick sollte eigentlich eher kommen, aber in der Simulation ist das nicht weiter schlimm. Ja, jedenfalls Kampfjet würde ich auch echt gerne mal fliegen. Einfach mal, um zu spüren, wie extrem das teilweise wirklich ist. Was da für Kräfte auf den menschlichen Körper wirken. Ich habe bisher halt nur die Erfahrung gemacht, aus den großen Passagiermaschinen, beziehungsweise eben aus einem kleinen Ultraleichtflugzeug. Wobei man auch mit den Ultraleichtflugzeugen schon echt einige Experimente in der Luft anstellen kann. Natürlich im Rahmen der Legalität. Aber selbst da, das wirkt schon ziemlich ordentlich. Und gerade hier so ein Kampfjet, das ist dann nochmal wirklich, ja, ich sag mal die Superlative. Und dazwischen sie weg. Ja, was haben wir damals eigentlich in die Air Race geliefert? Waren das Panzer oder waren das einfach irgendwelche Militärfahrzeuge? Ich glaube, da waren noch Panzer drauf. Es müsste ein Panzertransport gewesen sein damals. Das war mit der West V60. Hier 365 oder 361, irgend sowas. So ein Dreibein. Und das war noch schön im Nebel, so richtig herbstliche Atmosphäre, alles so goldgelb. Und das muss irgendwie entweder früh am Morgen gewesen sein oder spät abends. Hier auch ein Reh im Wald. Weil wirklich, der gesamte Himmel war so richtig goldgelb gefärbt. Wirklich ein unglaublich schönes Bild. Und das ist es eben auch. Am Köblitzer Bergland kann ich mich wirklich persönlich nie satt sehen. Da gibt es so viel, was man erleben kann. Und ja, hier macht auch einfach jede Fahrt in einem, naja, ich sag mal, vernünftigen Szenario Spaß. Und ja, bei DW Agency sind wir es wirklich gewohnt. Da macht eigentlich de facto jede Fahrt richtig Spaß. So, hier sollten wir runterbremsen. Da vorne kommen schon die 40. Passt so. Und genau jetzt hier kommt nämlich nochmal dieses Phänomen mit Tragen, wenn wir dann eben nicht einsehen können, was links vom Gleis steht,
Unser nächster Zwischenhalt ist dann Köblerwald an der Museumseisenbahn. Da ist der extra Bahnhof nochmal errichtet worden. Oder speziell der Bahnsteig für die Museumseisenbahn. Ich weiß gar nicht, ob das als extra Haltepunkt gilt oder ob das einfach ja, mit in den Bahnhof integriert wurde als extra Bahnsteig. Weil wenn das jetzt auch eine Bahnsteigsnummer trägt, sei es jetzt die 1, dann wüssten wir eigentlich, dass das als extra ja, Haltepunkt zählen wird. So, und hier bei der Rautentafel mit der Kennzeichnung des jeweiligen BÜs, das ist immer die Stelle, an der eigentlich das BÜ-Überwachungssignal anspringen sollte. Wenn das hier so weiß blinkt oder dauerhaft weiß leuchtet, das ist dann nochmal der Unterschied zwischen DV301 und DS301, dann wissen wir eben, okay, der Bahnübergang hat erkannt, dass dann Zug kommt. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sich die Schranken bereits gesenkt haben. Das heißt nur, der Bahnübergang hat das Signal bekommen, dass dort ein Zug herannaht. Aber da kann trotzdem ein Auto unterm Schlagbaum drunter stehen oder, ja, keine Ahnung, irgendjemand zwischen den Schranken umhertanzen. Wenn, ne, wie in diesem Fall überhaupt Schranken vorhanden sind, ist nämlich hier nicht der Fall. Aber zumindest die Sicherungsanlagen, die blinken eben. So, wir wechseln auf HV-Signalsystem. Langsamfahrt zu erwarten, mit voraussichtlich 40 km pro Stunde. Nehmen wir die Leistung runter, ach, wobei wir tuckern ja eh mit 30 hier durch die Landen. Also mit Umbauwagen bin ich auch in Realität noch nicht gefahren. Also den West-Umbauwagen. Ah, schön, da kommt gerade 085 vorbeigezogen. So, der Vorsignalwiederholer wird auch nochmal quittiert und ach, wir müssen nochmal reinbremsen. Dann kommt sie mal ordentlich an. 40 sind hier zugelassen. Halt erwarten und weiterfahrt mit 30 erwarten. Hä? Na gut. Das ist auch so ein Signalbild. So, wenn wir aber hier 30 haben. Ja, das ist ein ganz guter Hinweis. Früh halt oder Stumpfgleisanzeiger könnte das, oder den könnte es ersetzen. Demnach könnte hier auch der 500 Hertz Gleismagnet aktiv sein. Der uns auf unter 45 herunterzwingen würde. Wir halten hier vorne auch scheinbar. Ja, genau. Da kommt nämlich ein Prellbock. Deshalb die 30. Und das sind auch keine. Ja, das sind keine 1000 Meter. Also wirklich in dem Sinne halt fungieren die 30 da als Frühhalt- und Stumpfgleisanzeiger. Stumpfgleis deswegen, weil dort hinten steht ein Prellbock. Frühhalt. Deswegen, weil es weniger als 1000 Meter sind. Ich meine, gut, die Streckengeschwindigkeit ist hier nicht hoch. Das würde allemal ausreichen. Das müssen nämlich auch nicht immer die 1000 Meter sein. Gerade auch auf Nebenbahnen etc. Da kann der Signalabstand auch kürzer sein. So, und dann trudeln wir hier mit 30 ein. Auch sehr cool. Die 155 hier vorne, die wird sich aus eigener Kraft nicht wegbewegen. Nicht nur deswegen, weil sie abgebügelt dasteht, sondern weil das Gleis, in dem sie drin steht, nicht mit Fahrdraht überspannt ist. Sie hat keine Möglichkeit, hier aus eigener Kraft wegzukommen. Es sei denn, der Bahnsteig oder das Bahnhofsgleis ist so stark geneigt, dass der Zug wieder rausrollen kann, was ich hier aber wirklich zu bezweifeln mag. So, zum Fensterchen den Kopf rausstrecken, die Türen öffnen, die Fahrgäste aus- und zusteigen lassen. Oh, die fliegen ja immer noch da hinten. Einmal nach oben und wieder runter. Die Kampfjets, die proben heute ordentlich. Nee, wird wahrscheinlich eine Flugshow sein.
Ah, wobei, vielleicht trainieren die auch eine Verfolgung. Dass die beiden Kampfjets hier von dem einen verfolgt werden und ein Manöver fliegen. So, Köbler Wald, hier blinkt's schon. Zur Weiterfahrt nach Altenburg müssen Sie jetzt ans andere Ende des Zuges umsetzen, also einmal Kopf machen. Kuppeln Sie dafür zuerst die Reisezugwagen von Ihrer Lok, wechseln Sie in die Außenansicht und klicken Sie mit der Maus auf die Kupplung zwischen der 204005-3 und dem ersten Umbauwagen. Alles klar. Danke für die Information. Gut, wir haben mehr als, wir haben drei Wagen. Die können wir also auch getrost abstellen, ohne dass es hier irgendwelche Probleme geben sollte. Wir legen dazu einmal die Bremsen etwas an, lassen ein bisschen Luft aus der Hauptluftleitung raus und dann machen wir das, wie wir das bei der echten Eisenbahn machen. Wir gehen mal runter zwischen Lokomotive und Wagen, einmal unter den Puffern hindurchbeugen, dann klicksen wir hier in dem Fall einmal auf die Kupplung drauf, zack. So. Sehr gut, rangieren Sie jetzt mit maximal 10 km pro Stunde aufs Abstellgleis 1 und halten dort relativ nah vor dem Prellbock. Schließen Sie das Fenster, um fortzusetzen. Alles klar. Ja, ganz wichtig, hier nochmal ein bisschen Luft dann auch aus dem Wagen rauslassen, damit eben die Bremszylinder dann hier, oder dass das Steuerventil eben so einsteuert, dass der Bremszylinderdruck erhöht wird. Und deswegen auch aus der Hauptluftleitung eben den Druck rauslassen. So, wir wollen rangieren, also lösen, kann gelöst bleiben, dann, wo sind sie, Spitzenlichter, weiß, 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 so, Bremse ist gelöst, alles klar, kurz gucken, ob hier nochmal irgendwo Gleissperrsignale stehen, aber das hohe Gleissperrsignal vorne sollte das einzige sein. Leistungsstufe 1, kurz vorfüllen. Dann kommt sie langsam und dann, mit Fahrstufe 2. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen rabiat gewesen. So. So, was heißt relativ nah vor dem Prellbock? Das reicht eigentlich schon. Genau. Leicht anziehen. 152 zieht an uns vorbei. Wir können sie jetzt nicht so richtig sehen. Aber brauchen wir auch nicht. Wir haben sie ganz kurz von außen gesehen. Und hinten dran hängt ein wunderschöner Kesselwagenwiderzug. So, für uns heißt es jetzt auf jeden Fall mal Führerpult wechseln. Deswegen bitte den Knochen in die Nullposition. So, wechseln Sie nun wieder die Fahrtrichtung und stellen anschließend die Handweiche vor Ihre Lok mit Shift und G. Ach so, das ist auch cool. Müssen wir mal merken, dass man die auch mit G stellen kann dann. Rangieren Sie dann mit maximal 25 km pro Stunde bis vor den Bahnübergang. Halten Sie dort neben dem Hektometerstein. Okay. So, hier drüben Fenster zu. Verriegeln. Dann einmal rüber gewechselt. Auf die vier Buchstaben draufgesetzt. Fahrtrichtung sind dann nach vorne. Zack. Bremse lösen. Bremse lösen. So, dreimal weiß. Sind eine Rangierfahrt, alles klar. Kopf nochmal zum Fenster rausstrecken. Zack. Auf der anderen Seite bitte. Und dann mit Steuerung und G die Weiche umstellen. Ne, mit Shift und G funktioniert das hier. Okay, Shift und G sollte ich mir mal merken. Dann müssen wir das nicht immer über das 9er-Menü machen, wo wir dann quasi hier ins Stellwerk gelangen, sondern können das hier wirklich so schön machen. So, dann Leistung auf. Und eben sowas ist halt richtig heimtückisch. Die Gleissperrsignale, die halt hier niedrig stehend irgendwo, vielleicht relativ verdeckt stehen. Gerade wenn man eben auch vorne zum Führerstand das Fenster rausguckt, sieht man nicht unbedingt immer. Deswegen vor Antritt der Zug- oder Rangierfahrt am besten nochmal nachgucken, ist der
ist das Schotterzwerg wirklich auch auf das RA12 bzw. SH1 eben umgesprungen. Ansonsten ja, kann das ganz böse enden. Meinetwegen in der Flankenfahrt etc. Aber das wollen wir alle nicht. Was dabei rauskommt, haben wir erst vor ein paar Monaten wieder gesehen. Das ist ja unschön. Unter anderem ja auch in Wolfsburg. Genau, ist auch gar nicht so lange her. Aber ja, von Flankenfahrten ist ja in der Eisenbahnwelt immer wieder oft die Rede. Also sprich, Fahrten, bei denen eben Zug- oder Rangierfahrten durch Weichen durchfahren und dann eben aus der Flanke, aus dem ja, abzweigenden Weichenast oder dem anderen Weichenast, sage ich jetzt mal, dass da eben Fahrzeuge reinfahren. Und das ist dann eben die sogenannte Flankenfahrt. So, achso, vor dem Hektometerstein war gesagt. Oder neben dem Hektometerstein. Ja, komm, jetzt noch ein bisschen stärker anlegen. In der Hoffnung, dass wir jetzt keine Flachstellen reinfahren. Aber mit 2,5 Bar oder naja 3 Bar sollte das eigentlich noch nicht der Fall sein. So, wir stehen mehr oder minder neben dem Hektometerstein. Hier unten ist er, hat er sich versteckt. Streckenanfang die 0. Und sehr cool, haben wir auch vorhin schon bei der Einfahrt gesehen. Oder, naja, ich habe es zumindest gesehen, ob du es schon gesehen hast, weiß ich nicht. Die negative Kilometrierung hier hinten. Sehr cool gemacht. So, wechseln Sie erneut die Fahrtrichtung und rangieren dann vorsichtig zurück an die Reise oder zu den Reisezugwagen, welche wieder angekurbelt werden müssen. Alles klar. So, Führerstand oder Führerpult wechseln wir jetzt hier nicht nochmal. Bleib mal stehen. Ne? Ach, oh, ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Da war noch eine Leistungsstufe drin. Aber das merkst du eigentlich bei der echten V100. Die knurrt dich dann so an. So. Die Weichenlaterne weist uns in das, ja, in Fahrtrichtung rechte Abstellgleis. Oder Bahnsteigsgleis eigentlich, ne? Abstellgleis ist das nicht. Das ist auch interessant, ne? Jetzt ist hier die 30 inaktiv. Ich meine, gut, wir sind sowieso als Rangierfahrt unterwegs, also VMAX 25 an der Stelle. Und naja, die Durchsage des freien Fahrwegs, die... die wird hier nicht kommen. So, weil wir auch hier gerade beim Rangieren die PZB noch angelassen haben. In echt könnten wir sie beim Rangieren abschalten. Das ist mittlerweile ja eigentlich gang und gäbe. Aber hier im Simulator haben wir eben keinen Störschalter, den wir einfach so einlegen können. Der ist eigentlich hier in der, genau, hier oben, dieser rote Knopf in der Mitte. Damit kann man die PZB, ich nenne es jetzt mal temporär, deaktivieren. Für eben Rangiermanöver etc. So, und jetzt können wir das Fahrzeug hier richtig schön langsam ranrollen lassen. Wir sind jetzt hier auch nicht wirklich schnell, also dadurch, dass das jetzt hier sowieso ein bisschen geneigt ist, das Gleis, rollt die Lokomotive von selbst ran und zack, da sind wir am Zug dran, können die Lokbremse anlegen, noch ein Stückchen. Und dann heißt es für uns wieder, einmal aus der Lokomotive herausmarschieren. Das Ganze bitte zur ja, Bahnsteigseite. So, einmal hier unten durch. Zack. Erstes harte, dann das weiche. Kupplung einhängen. Bisschen Luft noch aus den Schläuchen rauslassen. Und dann die Luftdruckschläuche verbinden. Geschafft. Ziehen Sie nun die Zugbremse an und öffnen erneut die Türen, sodass alle Fahrgäste, die hier eine Pause an der frischen Luft eingelegt haben, wieder zusteigen können. Wechseln Sie anschließend die Fahrtrichtung und stellen die Spitzenlichter entsprechend der Fahrt um. Planmäßige Abfahrt ist um 15.06 Uhr. Bis Köplitz werden Sie dann über die Gleise der Gegenrichtung geleitet. Oh, okay. Eine Fahrt im Gegengleis. Wird interessant. Gut, wieder unten durchbeugen. Dann hoch auf die Lokomotive. So. Tür ordnungsgemäß hinter uns zuknallen.
So, dann Lokbremse ist ja noch angelegt, die wird gelöst. Zugbremse habe ich gerade angelegt. Fahrtrichtungswende geht langsam in Vorwärtsstellung. Zack. So, PZB ist an. Obere Zugart stimmt. Die Spitzenlichter umstellen bitte noch. Ja, wo sind sie? Da. Zack. Ne, nicht rot. Zack und zack. Das sollte dann so passen. Dreimal weiß vorne, nichts hinten. So soll es sein. Zugschluss leuchten. Leuchten die schon? Ne, die leuchten nicht. Jetzt leuchten sie. Hier, die sind aus. Vorne dreimal weiß. Wunderbar. Gut. 15.05 Uhr haben wir gleich. Na, 15.06 Uhr geht's erst los. So, und dann nächster Halt ist Köblitz auf Gleis 4. Danach Niederkirch noch. Und dann geht's weiter, ja, gen Altenburg. Konnten Sie den Fahrplan nicht einhalten? Nein, konnte ich nicht. Ich wollte die Fahrt genießen und möchte hier ein bisschen Spaß haben. So, einmal nach drüben. Führerbremsventil lösen. Lokbremse lösen. Zack, Leistung aufschalten. Türen sind zu. Kein Gleissperrsignal, was uns hier noch im Wege steht. Also, Vollgas. Voll krass. So, 40. Ja, das Ausfahrtssignal von dem Bahnhof steht hier auch ein bisschen weiter vorne. Das müsste in dem Fall sogar ein Gruppenausfahrsignal sein. Ja, weil es eben für die Gleisgruppe hier die Ausfahrt regelt. Und der Teil davor ist dann eben hier mit den Gleissperrsignalen nochmal abgeriegelt. So, 40 erstmal. PZB ist auch weiter in einem restriktiven Modus, im Startprogramm. Also, da ist die PZB eben besonders wachsam und setzt die Geschwindigkeitskennlinie auf Höchstgeschwindigkeit 45 km pro Stunde. Und dann werden wir uns jetzt gleich daraus befreien. Ich mache es jetzt hier schon mal, damit man eben den Unterschied sieht. Dann wechselt hier unten die 45 auf 85 und wir kommen, ja, zugartabhängig eine neue Höchstgeschwindigkeit freigeschalten. In dem Fall ist es jetzt nicht die 85, die wir als Höchstgeschwindigkeit haben, sondern ja, die PZB-seitige Höchstgeschwindigkeit, nämlich 160 km/h bzw. mit dem Toleranzbereich 165 km/h. So, wir sind schon im Gegengleis drinnen. Jetzt ist die Frage, ich habe nicht so richtig aufgefasst, kam hier die Weiche schon und sind wir aus dem Weichenbereich raus? Ja, ich gehe mal davon aus, weil hier 120 stehen, dann geben wir mal Vollgas. So, dann werden sich hier vorne auch gleich wieder die Lüfterklappen öffnen. Die öffnen sich hier nämlich in der Simulation ziemlich schnell, fällt mir eigentlich auf. Ach nee, die sind ja jetzt hinten, genau. Hinten, die erste hat sich gerade geöffnet. Mal gucken, die zweite wird auch nicht mehr lange brauchen. Das ging vorhin schon so schnell. Wird es auch hier jetzt gleich folgen. Ja, was gibt es ansonsten noch zur V100 zu sagen? Das Fahrzeug ist so das Mädchen für alles. Ist wirklich für alles tauglich, ob für ja, kürzere Personenzüge, Regionalzüge. Die wurden ja auch oft bei der Deutschen Reichsbahn eben mit der Lokomotive gezogen oder geschoben, je nachdem. Ansonsten ja, leichte bis mittelschwere Güterzüge. Da gab es dann gerade auf Steilstrecken. Sehr interessant dann auch, wenn es eben wirklich dann ins Gebirge geht mit der V100. Also in kleine bis Mittelgebirge, wenn die Lokomotiven in Doppeltraktion gefahren sind. Das sieht auch sehr cool aus. Und dann vielleicht sogar noch mit einer Schiebelokomotive hinten am Zug dran.
Das hat schon wirklich was. So, ich setze mich jetzt aber trotzdem nochmal in den Führerstand rein. Einerseits, damit wir hier mitbekommen, wenn wir in Köblitz einfahren, und andererseits, dass wir eben Signal und Signaltafel problemlos erkennen können. Ja, und die Lokomotiven waren ja eigentlich vor allen Zügen vorgespannt. Ob das Güterzüge gewesen sind, die mit Holz beladen sind, ob das, keine Ahnung, Kesselwagen waren, befüllt mit Ethanol, Diesel, sonst was. Sind wirklich vor allen Zügen anzutreffen gewesen. Und gerade bei der Deutschen Reichsbahn, da war ja sowieso die Devise, wenn die Lokomotive den Zug schleppen kann, dann kommt das Fahrzeug vorne dran. Bei Fahrzeugausfällen, Notbespannung mit den anderen Fahrzeugen, also da gab es kein so ja, Pipapo, nenne ich es mal, wie das heute ist bei der Bahn, dass da eben nur, sei das jetzt mal so ein IC2, dass da nur eine 147 oder nur eine 146, die auf den Zugverband eingestimmt ist, dranhängen kann. Das gab es damals nicht. Der Train Simulator hat ab und an das Problem, ja, dass Züge nicht richtig angezeigt werden. Und dazu soll man mal ganz kurz mit der Taste 2 und 3 in die Außenansichten wechseln, um eben sicherzustellen, dass der Zug, ja, oder um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Zug dann auch problemlos angezeigt wird. So, die Smiley-Tafeln von der elektrischen Schutzstrecke. Oh, da kommt's auch schon. Ja, eine 101. Die war aber so schnell, das Bild konnte ich nicht rechtzeitig einfangen. Und apropos Intercity, der da hinten dran hängt. Mittlerweile ist auch auf der Modelleisenbahnplatte. Die, ja, die wird endlich bald mal ein eigenes Video hier auf dem Kanal finden. Der jetzt bei mir neu auf die Modelleisenbahn gewandert ist. Der Zug ist zwar gebraucht gekauft, habe ich auf eBay, naja, nicht ersteigert, aber per Sofortkauf erwerben können. Und damit bleibt es dann, oder dabei bleibt es dann auch erstmal bei den Fahrzeugen für dieses Jahr. Waren insgesamt 3 Stück, die dann neu auf die Platte gewandert sind. Aber dazu dann mehr, wenn es wirklich um die Modellbahn auch geht. Aber unter anderem eben diese kleine oder kurze Intercity-Garnitur, die hat auch ihren Weg auf die MOBA gefunden. Oder Modellbahn. Ich bin nicht so der Freund von der Abkürzung MOBA. Das klingt immer wie, ich weiß nicht. Ja, einfach Modelleisenbahn. So, hier steht die Hupak-Lok. Ihr müsst auch Österreich-Zulassung haben, weil, soweit ich weiß, ist man damit auch unter anderem die Tauernschleuse gefahren. Ja, LZB, genau. Deutschland, AT Österreich. Das passt alles. Oh, und sehr cool, der Notfallzug. Oder Kranzug in dem Fall. Netznotfalltechnik, habe ich auch schon gesehen, ist sogar in einer Führerstandsmitfahrt von mir abgefilmt worden. Da bewegt sich der Kran sogar aus eigener Kraft, und zwar im Bahnhof von Fulda. Ja, von wo nach wo ging da die Tour? Ich glaube von Erfurt sind wir da mit dem Güterzug ausgestartet. Ich glaube, ja. So, einmal zum Stehen kommen in Köblitz, bitte. Was sagt denn eigentlich der Fahrplan? Ankunft 15.15 Uhr? Naja, das kriegen wir doch eigentlich hin. Das ist doch sogar problemlos, da sind wir doch weit vor Plan. Und waren wir doch eigentlich auch gerade bei dem Halt davor, oder? Ich hatte doch extra geguckt, wir sind doch nicht nach 15.06 Uhr in Köblerwald abgefahren. Ich meine, klar, ich habe mir wirklich ein bisschen Zeit gelassen beim Rangieren. Oh, hörst du's? Hörst du's?
Da kommt ein Lodi angesaust. Ein Russe. Eine V300. Von der ITL. So, ZP9 bekommen wir auch schon. Abfahren dürften wir damit eigentlich. Oh, ist das schön. Die ITL-Maschine habe ich leider noch nie zu Gesicht bekommen. Und ich glaube, mit der Aufschrift ist die Lokomotive sogar teilweise in Polen unterwegs. Also was wie ein UEC-Raster gibt es an den Maschinen, glaube ich, gar nicht. Ist mir jetzt am Russen eigentlich nicht bekannt. Also ich war noch auf... Nee. Also ich kenne keinen Russen aus der Realität, an dem ein UEC-Raster ist. So. Türen sind zugefallen. Bremse wird gelöst. Und dann geht's gleich los. Hauptluftleitungsdruck steigt schon auf 5 bar und der Bremszylinderdruck fällt ab auf 0 bar. Damit sind die Bremsen gelöst und für uns geht's los. So, wir dürfen mit freier Fahrt gleich wieder auf 100 beschleunigen. Hier haben wir eine 100er. V100. Es gibt eben auch welche, mit denen ein bisschen nur langsamer unterwegs. Gerade dann, wenn der Streckengang drin ist, dann müssen die nämlich gedrosselt sein, ich glaube auf 65? Ja, ich glaube 65. So, nächster Halt in Niederkirch auf Gleis 3 in 3,5 Kilometern. Vor uns liegt dann auch gleich das Köblenzer Kraftwerk, und zwar auf der linken Seite. Versehen mit einem Gleisanschluss in beiden Fahrtrichtungen, wohlgemerkt. Und sogar mit eigenen Signalen. Also ein etwas größerer Gleisanschluss. Könnte sogar sein, dass es direkt eine Anschlussbahn ist. Noch sogar mit Signalen, also das ist dann schon wirklich ziemlich krass. Bei den meisten Werken hast du dann eben einfach ja, deine Anschlussbahn und da fährst du eben ja, eigentlich nur als Rangierfahrt umher. Aber hier fahren halt wirklich auch die schweren Kohlezüge ein. Erzzüge haben hier drin, glaube ich, eigentlich nichts zu suchen. Aber jedenfalls die Kohlebomber, die fährst du hier teilweise rein, sind wir ja auch schon gefahren, mit 150 sogar. Das hat richtig Spaß gemacht. So ein Zugpferd, was ich unbedingt mal wieder im Train Simulator hier vor den Zug spannen möchte. Von der ArcelorMittal ein Stahlzug. Das passt. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei der Anschlussbahn. Ja, wie gesagt, ist hier in einer etwas größeren Ausführung vorhanden. Meine Güte, was ist denn nur los? Ich meine, ja, es ist 2 Uhr nachts, aber trotzdem, man wird doch noch ordentlich reden können. Nee, und ja, für solche Anschlussbahnen, da gibt es dann eben auch entsprechende Anschlussbahnordnungen. Denn für die Infrastruktur oder für diese private Infrastruktur wird eben separat immer so eine Anschlussbahnordnung verlangt. Erst dann dürfen die ja, Zulieferer EVU auch diese Gleise befahren. Denn irgendwo muss geregelt sein, wie verhalten sich die Fahrzeuge eben auf dieser Anschlussbahn. Und sowas steht in, tada, einer Anschlussbahnordnung. Da sind unter anderem auch geregelt, ja, wie lange du Gleise belegen darfst, teilweise bis wohin du überhaupt mit einem Schienenfahrzeug fahren darfst. Wie du Wagen teilweise zu sichern hast. Da gibt es auch teilweise ja, örtliche Bestimmungen, die da eingehalten werden müssen. Was passiert, wenn ja, Kesselwagen abbrennt? Was passiert, wenn Lokomotive entgleist? Wir hoffen alle nicht auf sowas, aber sowas kann passieren und alles sowas sollte eben in einer Anschlussbahnordnung geregelt sein. Beziehungsweise dazu gibt es dann auch nochmal andere Papiere, das muss nicht alles unter dem Namen Anschlussbahnordnung laufen. Aber, ja, sowas in die Richtung.
weil das ist dann nicht mehr Eisenbahn des Bundes oder nicht mehr DB Netz. Das ist dann wirklich privater Schienenweg. Und teilweise, ja, muss man eben auch für solche privaten Streckennetze ziemlich hohe Entgelte bezahlen. Also das ist teilweise auch nicht ohne. Strabau. Ja, in echt wird das der Kran sein von Strabag. Die müssten nämlich auch so einen schönen Multitasker 5000 haben. Also, so der Kranname. Boah, die gelben 203er von der DB Netz oder von der Bahnbaugruppe, die haben echt was. Also, das schaut echt geil aus. Ich habe auch letztens die 232 von DB Netz gesehen. Den Tiger. Gibt ja nur einen in Gelb. Das ist auch, also, ein sehr, sehr, sehr cooles Zugpferd, muss man wirklich sagen. Leider aber schon seit einiger Zeit auf einer Seite mit Graffiti beschmiert, was irgendwo ja, das Antlitz der Lokomotive so ein bisschen beschandelt oder besudelt. Die Lokomotive hätte es eigentlich auch verdient, in ihrem wunderschönen gelben Farbton ja, aufzustrahlen. Auch hier noch mit den schönen alten Anzeigen oben dran. Die Abfahrtsanzeige, ne? Toll gemacht. War jetzt übrigens der Bahnhof von Niederkirch. Und als nächstes müsste dann Altenburg folgen. Naja, Korrektur Altenburg-Bach. So, 60. Erwarten. Am LF6. Und dann folgt daraufhin gleich das LF7. Reicht jetzt eigentlich auch auf 60 zu beschleunigen. Braucht man nicht wirklich viel mehr Leistung. So, hier so auf 63, 64. Dann einfach Leistung rausnehmen und die Kutsche rollen lassen. Die 101 hinten dran. Genau, Altenburg-Bach kommt dann unmittelbar hinter dem Gebäudekomplex, welchen wir gleich unterfahren und durchfahren werden. Das ist dieses kleine Bahnhöflein. In einem Kilometer. Weiterhin im Hinterkopf behalten. Unser Zug bremst nicht so gut. Also frühzeitig die Bremsung einleiten. So, Vorsignalbarken kommen auch. Und dann Langsamfahrt erwarten mit 60. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier bei der V100 im Simulator klappt. Man kann eigentlich auch den Wachsamkeitstaste gedrückt halten. Dann erkennen das, oder die V100er, die ich kenne mit den entsprechenden PZB-Bordgeräten, die erkennen... Was geht denn da ab? Das ist ja mal krass. Das hatte ich auch noch nicht, also so eine Signalstörung. Das ist sehr cool, also im Simulator ist mir sowas noch nie begegnet. So, dann müssen wir jetzt davon ausgehen, dass da vorne Halt zu erwarten ist. Immer von dem ja, Signalbegriff ausgehen, der die größtmöglichste Vorsicht erfordert. Und in dem Fall könnte jetzt es eben so sein, dass A, die eine Birne ausgefallen ist und B, gleichzeitig noch das Signal meinetwegen zurückgefallen ist. Wir haben jetzt hier halt den Vorteil, wir können das Ausfahrsignal des Bahnhofs oder Haltepunkts hier einsehen. Von daher ist es kein Problem. A,
aber wenn wir eben sowas nicht wissen und da leuchtet plötzlich nur ein gelbes Lämplein, ja, dann sollten wir davon ausgehen. Vor allem hat ja das gelbe Licht oben links geleuchtet. Also was ja eigentlich auch überhaupt nichts mit dem Langsamfahrsignalbegriff zu tun hat. Und wenn wir da eben ins Signalbuch reingucken und ein gelbes Lämpchen sehen, dann heißt das eben Halt erwarten. So, Altenburg-Bach. Einmal raus mit den Fahrgästen. Ja, hier werden jetzt schon einige mehr aussteigen. Und in Altenburg werden uns dann all diejenigen verlassen, die die Sonderfahrt begleitet haben. Außer natürlich du. Du bleibst bitte noch bis zum Ende dabei. Wir müssen dann nämlich sicherlich noch unseren Zug wegstellen in die Ecke. So. Und es ist 24. Türen gehen zu. Schaffner pfeift. Haben wir den auch wieder an Bord? Er ist nicht am Bahnsteig zu sehen, also können wir davon ausgehen, dass er im Zug sitzt oder in der Tür steht. Gut. Und ab die Post. Raus hier mit 60 und dann Langsamfahrt mit 60 wiederum erwarten. So, erstmal noch die 45er Begrenzung, die da drinnen steht. Wir haben aber blau blinkend, jetzt muss ich überlegen. Wir sind zum Stehen gekommen. Doch, das müsste wirklich jetzt der restriktive Modus sein, oder? Boah, jetzt bin ich mir komplett unsicher. Jetzt hätte ich mir wirklich die Leuchtmelder gewünscht. Mit 55, 70 und 45. 85. Wir bleiben jetzt mal unter den 45. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt austesten. Oh, wobei, wir haben ja keinen aktiven 500er überfahren. Also, boah, jetzt bin ich gerade raus. Oh. Von Heavy Haul Power International. F gleich M mal A. Zugkraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Die Formel haben sie sich als Firmenlogo zu eigen gemacht. Da oben steht sie, die Class 66. Und wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Wir haben Halt zu erwarten und Langsamfahrt mit 30. So, jetzt möchte ich zur Class 66. Heavy Haul Power International. Die haben einen unglaublich schönen YouTube-Trailer von ihren Lokomotiven. Und die sind ja auch wirklich bundesweit mit ihren Class 66 im Einsatz. Und nicht nur mit der Class 66, auch neuere Class-Lokomotiven sind bei denen im Einsatz. Das ist schon ziemlich cool. Genau, das war wirklich die 45er Begrenzung aus der Restriktion vorhin. Und ja, jetzt gibt es die neue Restriktion. Und nebenan hier nochmal von der Bahnbaugruppe die wunderschöne 218-391-9 und das legendäre gelbe U-Boot der Bahnbaugruppe. Auch sehr toll. Auf dem Fahrzeug habe ich auch schon drauf gestanden. Das fetzt wirklich. So, eine 30. Also wieder Stumpfgleis und Frühhaltanzeige. Kam ja eigentlich vorne schon am Vorsignal. Wenn da eben eine 30 angezeigt wird, dann ist das immer so, ja, Warnglocken im Kopf. Oder die sollten da angehen. Ne? Weil hier unter anderem eben auch das Gleissperrsignal hätte auf Rot stehen können. In einem solchen Moment ist eben besondere Vorsicht gefordert. Ach komm, wir fahren noch bis ans Ende der Bahnsteighalle.
dass wir mit der Lokomotive wieder draußen stehen. Derweilen gucken wir mal, was da gerade an uns vorbeigezischt ist. Das sieht doch aus wie ein Taurus, wo wir gerade drüber geflogen sind. Oh, ja, es ist mein Lieblingstaurus. Nämlich der in der Porsche-Lackierung. Wir setzen auf die Schiene, weil uns die Straße am Herzen liegt. Müsste als Slogan an der Seite stehen. Genau, so ist es auch. Den gibt es nämlich auch auf meiner Modellbahn. als Exklusivmodell aus dem Porsche Museum. Sonderedition damals. Habe ich damals in Stuttgart gesehen und da dachte ich mir, hey, also mit der Aufschriftedition Porsche Museum, steht ganz klein unten am Lokrahmen dran, da holst du sie dir. Das war nicht der eigentliche Grund, ich fand sowieso die Lackierung, Beklebung sehr, sehr schön. Und passt eben wirklich ziemlich gut zu Autozügen. So, das müsste es jetzt aber gewesen sein für heute in Altenburg, Gleis 8. Da endet unsere Zugfahrt. Es ist jetzt hier auch nicht irgendwie nochmal eine Rangierfahrt eingezeichnet. Deswegen würde ich die Gunst der Stunde nutzen, um mich so ganz kurz und langsam von dir zu verabschieden. Es war eine sehr, sehr schöne Fahrt. Ich möchte mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn du uns in allerspätestens 3 Tagen um 14 Uhr hier wieder auf dem Kanal mit deiner Aufmerksamkeit beschenkst. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, allzeit gute Fahrt, dein Think New Fly New und bis zum nächsten Mal.